Tom Gapp, dieser Louis Hornets zu Gast bei den Buchbinder Legionären. Erste Saison wieder in der Bundesliga. Wie seid ihr zufrieden, wie es dieses Jahr läuft bisher? Also ja, wir haben gut gestartet. Ein Sieg am Eröffnungstag war eine gute Sache. Wie zufrieden kann man sein, wenn man 3 Spiele erst gewonnen hat? Das ist eine schwierig zu beantwortende Frage. Aber ich sage jetzt mal unterm Strich, wir sind zufrieden. Unser Ziel ist der Klassenerhalt. Im Moment sind wir auf einem guten Weg. Wir müssen die Bad Homburg Hornets hinter uns lassen. In der Serie im Vergleich haben wir 3 gewonnen, die nur 1. Und das eine, das haben wir nur sehr knapp verloren. Also ja, ich bin, was das betrifft, doch so weit zufrieden. Und vielleicht können wir heute ja die Regensburg-Legionäre noch ein bisschen ärgern. Ja, die Legionäre letzte Woche beim Eurocup nicht erfolgreich gewesen sportlich, da keinen Sieg einfahren können. Die werden gewinnen wollen, um da wieder in den richtigen Rhythmus zu kommen für die Bundesliga. Und wie du sagst, was müsst ihr richtig machen, damit ihr die heute ein bisschen ärgern könnt? Wir brauchen gutes Pitching, wir brauchen gute Defense und wir müssen gut schlagen. So ist das halt im Baseball. Also ja, wenn man es jetzt vergleicht mit der letzten Begegnung gegen die Legionäre, da müssen wir einfach definitiv besser schlagen. Wir haben uns eigentlich, was das Schlagen betrifft, sehr gut gefangen wieder. Am Anfang der Saison sehr stark gewesen, dann eine Zeit lang wieder ein bisschen schwächer und jetzt sind wir eigentlich wieder auf einem guten Weg. Die Defense hatte zwischenzeitlich auch geschwächelt, ist auch wieder auf einem guten Weg. Viele Verletzte sind wieder genesen. Und das Pitching ist auch im Moment eigentlich relativ solide. Es ist alles möglich. Dann freuen wir uns auf 2 spannende Spiele dieses Wochenende. Viel Erfolg euch. Und dann hoffen wir, dass wir 2 schöne Spiele sehen. Und dann werden wir sehen, was rauskommt. Vielen Dank.